Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden trennt sich von Trainer Uwe Neuhaus. Das verkündete der Verein am Mittwochabend. Die Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Christian Walter informierten ihn in einem persönlichen Gespräch, teilte Dynamo via Twitter mit. Dresden war am Samstag im DFB-Pokal beim Regionalligisten SV Rödinghausen gescheitert, 2:3 nach Verlängerung. Der Saisonstart war durchschnittlich, einem 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg folgte eine 1:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld. Der 58-jährige Neuhaus hatte Dresden am 1. Juli 2015 in der Dreipunktliga übernommen und stieg mit dem Team sofort in die 2. Bundesliga auf. Im ersten Zweitligajahr erreichte Dresden den 5. Platz, 50 Punkte, 53:46 Tore. Schon in der vergangenen Saison ging es bergab. Dynamo vermied nur glücklich den Abstieg. 14:41 Punkte, 42:52 Tore. Nach dem durchschnittlichen Saisonstart traut die Vereinsführung Neuhaus nicht mehr zu, das Team nach oben führen zu können. Neuhaus ist im Fußballwesten zu Hause. Er spielte und trainierte Wattenscheid 09. 1989 bis 1995 als Spieler, bis 1996 als Trainer, arbeitete als Co-Trainer bei Borussia Dortmund, 1998 bis 2004, und trainierte Rot-Weiß Essen, 2005-2006. Nach 7 Jahren bei Union Berlin zog es ihn im Juli 2015 nach Dresden. Bild brachte als Nachfolger unter anderem die Ex-Schalke-Trainer Markus Weinzierl und Jens Keller mit Dresden in Verbindung.